合智慧与科技的结晶，第一夫人微电脑压力锅。感谢各界啊对阮第一夫人的照顾和爱护，本公司啊特别推出来第一夫人微电脑压力锅，伊这啊一锅抵万锅哟。妈妈恁厝内底哈像这种压力锅、焖烧锅、电煮锅，厝内底啊一大堆，但是啊一个月用无三摆。但是啊，咱第一夫人这台电磁压力锅，退等啊，不管讲你要电、要热、要吹，包括煮饭拢总会使。第一夫人微电脑压力锅不但可以煮饭、熬粥、煮汤，还可以炖卤鸡、鸭、鱼肉。全自动微电脑控制，预约定时保温，是电锅、电子锅、压力锅、焖烧锅、快锅的综合体，功能超强，一锅抵数锅。Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, brach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, рабочие и работницы, командиры политработники, товарищи красноармейцы и краснофлотцы, колхозники и колхозницы, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Давай, вот сейчас, как я сделал этот майор-вик. Этот майор-вик, это же каждый день, в день,要吃饱, этот人肯定要吃. А, это, сначала, я вам говорю, первое, этот майор, вы должны вернуть его туда, туда. Лео, как этот姜片, вы должны вернуть 5-6 片туда. Это鸡肉, давай, в этом месте放туда, туда. А, это, как это делать, давай, я вам говорю, вы должны вернуть 3 块币, туда, туда, туда.哦，你若放三块的米落去，用偌济水来，含咱兜的电煮锅咧煮饭同款，这个水啊，你同款哦，你来放三杯半哈。但是啊，我来讲哈，这啊，你水你来放三杯哦，料啊来我来讲，这个米酒啊，你来放半杯哦，半杯的米酒哈，这样咱摕来，咱会香来好食哟。啊，咱这啊，你这个锅你啊加炭的就好，伊这柜台啊拢微电脑的，你起码这啊，摕来你啊热这个煮饭，这啊咧煮饭足紧。20分就好，含过去妈妈你去买种电煮锅无同，这种电煮锅也要煮一个饭煮会少，爱煮到50分。刷落去我来讲哦，因为咱这内底有鸡肉。做来这个蒜头鸡，吼，啊，这个用这个蒜头鸡啊，足简单。你即摆退转来有无吼？为这鸡后边有无吼？这個、蒜头啊，你也煎好把，吼。了来我讲这香菇啊，你也煎两三类啊落去有无吼？安尼摕来好食。啊，这個、蒜头鸡啊。Hello, my name is Andre.
I represent the International Organization of Secret Police. Watching this means you support landowner imperialism. We will find you and your family. Thank you. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ganz Europa erobert. Verräter. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.